würden Sie ganz kurz einmal untersuchen. Ja, okay, und wo genau tut's weh? Hier würde ich sagen. Bauchschmerzen generell, es kann einfach immer alles sein. Möglich ist, dass der Patient in einer Stunde im OP ist oder in 3 Stunden nach Hause geht. Aha. Wir sind zum unklaren Abdomen gefahren. Das war unser Einsatzstichwort, was für uns generell so ziemlich alles sein kann. Und auch für uns eher ein schwieriges Einsatzstichwort, weil wir einfach sehr begrenzte Möglichkeiten da draußen haben, um irgendwas festzustellen. Ja? Gerade bei Bauchschmerzen kann das ja wirklich alles Mögliche sein. Das ist ja ein totales diffuses Symptom, wo auch gerade der Leitstellendisponent das von der Ferne gar nicht einschätzen kann, wie kritisch da jetzt die Lage ist. Hallo. Hallo. Alles gut? Vom Rettungsdienst. Also kurze Frage, haben Sie Fieber, Husten? Nein. Kontakt zu, COVID, zu einem Covid-Patienten? Okay. Kann ich schon. Bleiben Sie ruhig so ein bisschen liegen. Erzählen Sie ruhig jetzt mal. Also ich habe am Dienstag die Diagnose bekommen für eine Hüftarthrose, habe dann von einem Orthopäden, wie heißt es, Ibo verschrieben bekommen und Hagebuttenpulver, das habe ich jetzt genommen und seitdem habe ich das einfach. Was haben Sie? Was haben Sie denn? Ja, Bauchschmerzen. Okay. Der Patient selber hatte erst frisch eine Hüftarthrose diagnostiziert bekommen. Hagebuttenpulver. Natürlich versuchen viele Menschen auch zu Hause durch verschiedene Hausmittelchen ihre Symptome zu lindern oder auch ihre Schmerzen zu verringern. Ob sie helfen, ist natürlich fraglich. Ganz kurz, haben Sie irgendwo einen Mundschutz rumliegen? Sonst kriegen Sie einen. Sven, hast du mal einen Mundschutz? Okay. Okay, das, wo sind die Schmerzen? Das ging eigentlich gestern schon los so leicht mit leichten Schmerzen hier und Unwohlsein und jetzt habe ich ganz stark in dem Bereich Schmerzen und es geht bis, also es strahlt nicht rum, sondern es tut auch hinten weh. Und es ist krampfartig so, dass ich einfach manchmal echt gar nicht weiß, wie ich liegen soll. Okay, also es ist kein konstanter Schmerz, sondern der also kommt und geht. Ich habe ihn jetzt so leicht, so könnte ich auch gut da hier ohne sie bleiben, aber wenn dieser Krampf kommt, das geht gar nicht. Okay. Der Patient hat uns ja darauf hingewiesen, dass er aufgrund seiner Hüftarthrose unter anderem Ibuprofen und auch ein Hausmittelchen zu sich genommen hatte. Es kann natürlich auch immer sein, dass so ein Pulver, so ein Hagebuttenpulver bei der Ersteinnahme oder bei Einnahme von wenigen Tagen solche Beschwerden auch auslösen können. Haben Sie das, was Sie genau? Einmal kurz gucken, was da genau. Aha. Und es soll was helfen? Das weiß ich nicht. Würden Sie ganz kurz einmal untersuchen? Ja, checken. Darf ich mal ganz kurz? Okay, und wo genau tut's weh? Hier, würde ich sagen. Genau mittig? Ja. Und okay. Also wenn ich drücke, tut's weh. Und aber wenn ich jetzt tief einatme und Blähbauch mache, habe ich auch. Okay, alles klar. Auch mal ganz kurz auf den Bauch hören. Im Rahmen unseres Möglichen habe ich den Bauch erstmal abgehört, ob man eben Darmgeräusche überall hören kann. Darf ich kurz fragen, was dieses Hagebuttenpulver bringen soll? Bei der Hüftarthrose? Es soll wohl diesen Knorpel die Ernährung unterstützen. Das ist einfach was Pflanzliches, was man machen kann. Okay. Okay. Hier tut nicht weh? Nee. Das tut weh. Da, okay. Und ich habe das Gefühl, wenn Sie an mir rumdrücken, wird es nur ein bisschen schlecht. Schlecht, okay. So, also so eine ganz, ganz leichte Übelkeit. Aber ich kann auch aufgeregt sein. Bauch ist weich und an den Quadranten sind Darmgeräusche. Perfekt. Könnten Sie sich ganz kurz aufsetzen? Ja. Warte, ich mache mal kurz. Ich ziehe den Kabel rüber. Ganz kurz. Tut es weh? In der weiteren Untersuchung hat dann die Ann-Sophie die Nieren abgeklopft, ob hier irgendwelche Klopfschmerzen vorherrschen. Nicht. Okay. Alles klar. Diese können Anzeichen sein für zum Beispiel Nierensteine oder einen Nierenstau. Gut, und erbrochen, nicht Durchfall gehabt. Ich hatte zwei Gläser Sekt zum Frühstück. Ich dachte, das hilft vielleicht. Kannst ja probieren. Der gute Kessler, aber irgendwie. Ja. Okay, und so jetzt ist es auszuhalten, wenn nicht so eine Kolik kommt quasi. Ja, genau.
Also, wir können hier nicht arg viel machen. Wir können nicht in ihren Bauch reinschauen. Wir haben keinen Ultraschall, haben kein Labor. Deswegen gibt es die einzigste Möglichkeit, dass, also, dass sie mit uns mitkommen. Ich schaffe die Nacht so nett. Ja, okay. Dann machen wir das ja alles ab. Denken Sie, Sie schaffen das mit Hilfe runter ins Auto? Wird mir ja sehen, klar. Also okay. Ich bin auch jetzt hier rumgelaufen. Also, ja. Bloß, glaube ich, irgendwie ins Marienhospital zur Notaufnahme und dann irgendwie 2 Stunden sitzen, das hätte ich nicht geschafft. Okay. So, dürfen Sie den Kollegen einfach mal folgen. Gerne einfach hier Platz nehmen. Ich muss noch ganz kurz schnell Sie anmelden und dann fahren wir gleich los. Nabil von Maltesern, hi. Wir sind hier bei einem Herrn Matuszewski, nackt seit eigentlich gestern Abend über Bauchschmerzen, so mittig, eher so links. Mhm. Kolikartige Unterbauchschmerzen. Okay, müssen wir nicht isolieren, kein Durchfall, kein Erbrechen. Alles klar. Jo, danke, ciao. Unterbauchschmerzen oder Bauchschmerzen generell, das kann einfach immer alles sein. Möglich ist, dass der Patient in einer Stunde im OP ist oder in 3 Stunden nach Hause geht. Das wissen wir bei Bauchschmerzen im Vorfeld erstmal nicht. Herr Markuszewski hat uns gerufen, weil seit heute Morgen zunehmende, immer wieder kommende Bauchschmerzen, so kolikartig. Er gibt die an, dass die so mittig im Abdomen sind, auch turbulent. Ja, wunderbar. Ich möchte einmal kurz auf den Bauch gucken. Orientierend. Ja, genau. Und dann. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, vielen, vielen Dank. Schönes Wochenende. Ciao, gute Fahrt noch. Danke. Okay, ich schaue einmal auf den Bauch drauf. Ein Patient ohne Vorerkrankungen, sonst keine Auffälligkeiten, nur eben diese starken kolikartigen Unterbauchschmerzen als Leitsymptom. Beim Wasserlassen absolut keine Beschwerden oder? Also ich habe einen Oxalatstein in der Niere, aber im Trichter drin, also der wohl unauffällig ist. Aber ich habe jetzt keinen, keinen Schmerzen beim Urinlassen gehabt. Das war wie sonst auch immer. Aha, okay. Das sind jetzt andere Schmerzen. Okay. Ich hatte den Eindruck, dass der Patient besorgt war aufgrund seiner starken Schmerzen und eben wusste, dass irgendwas vorliegt und was mit ihm nicht stimmt. Der Kollege nimmt ihm mal Blut ab, legt ihn in den Zugang. Ja. Und Jonas, wenn der Druck gut ist, kriegt er mal einen Gramm Novalgin. Jonas kenne ich schon, seit ich hier im Diakonieklinikum arbeite. Und ich schätze ihn als Kollege sehr. Ich weiß auch ganz genau, wenn er den Eindruck hat, dass mit dem Patienten was nicht stimmt, dann stimmt mit dem Patienten was nicht. Dann muss ich schnell hin, mir den Patienten angucken. Und er ist einfach ein lieber, netter Kollege, mit dem ich einfach gern zusammenarbeite. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark ist denn der Bauchschmerz jetzt aktuell? 6. Also 10. Okay. Wird er irgendwie schlimmer, wenn Sie sich bewegen, oder wird er besser, wenn Sie sich bewegen? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, meiner besser und meiner schlechter, das ist wirklich intervallmäßig. Also ich habe alles probiert mit Kauer, mit Dehnen, mit Laufen, mit Flachliegen, mit Embryonalstellung. Hat auch nicht geholfen? Das hat gar nichts geholfen. Das kam einfach. Da möchte man dann auch relativ schnell helfen, dass man einfach diese Schmerzen bekämpfen kann. Vor allem, wenn er sagt, dass keine Lage irgendwas gebracht hat, Lageveränderung, die Embryonalstellung, die ja auch in der Regel eigentlich hilft und einfach bauchdeckend entlastend wirkt. So, kriegen wir das Schmerzmittel, dann wird es auch hoffentlich gleich besser. Novalgin ist ein starkes Schmerzmittel, das eben auch die Eigenschaft hat, gerade bei krampfartigen Schmerzen ein bisschen lösend zu wirken, und ist in der Situation ein gutes, wirksames Medikament. Dann anfängt auch Dr. Google danach zu bewegen. Ja, da hatten wir dann gleich alles, gell? Und mir hat mein Hausarzt, ich hatte schon mal so ganz schlimme Schweißnächte. Ja. Und da habe ich auch Dr. Google gefragt, und da hat mein Hausarzt mir das eigentlich unter Schläge verboten, dass ich das eigentlich nicht mehr machen soll, weil So genau kann man das gar nicht eingeben, weil der Arzt oder Sie können das lokalisieren, wo das herkommt, weil es der Magen ist oder die Bauchspeicheldrüse, und das kann ich ja gar nicht. Für mich ist das halt. Und deswegen, naja. Und dann dachte ich, okay, jetzt müssen wir was tun. Ja, das stimmt.
Er hat ja dann auch gegoogelt. Ich meine, das machen viele Patienten, die dann googeln nochmal, bevor sie in die Notaufnahme kommen. Da horcht man natürlich schon erstmal auf, weil man denkt, okay, wenn man was googelt, dann hat man das Schlimmste von allen. So, was machen die Schmerzen? Viel besser. Ha, super. Also wenn ich es so vorher gehabt hätte, wäre ich nicht gekommen. Da hätte ich okay. Tee genommen und hätte gehofft, dass das morgen vorbei ist. Okay, ja. Also Schmerzen sind besser. Schmerzen sind besser. Jetzt schauen wir mal auf Ihre Nieren. Es wird mal kurz kalt. Okay, wollen Sie mitgucken? Hier ist Ihre Niere. Da gucken wir mal, ob ein sogenannter Harnstau vorliegt. Das heißt, ob da irgendwas ist, was den Harnabfluss behindert. Das wäre sozusagen ein Anzeichen für einen Stein. Wie lange müssen Sie studieren, um solche Bilder zu erkennen? Tatsächlich ja, lernt man das, wenn man keinen freiwilligen Kurs im Studium macht, gar nicht so sehr im Studium, sondern erst danach in der Klinik. Okay. Es ist sozusagen, je mehr man gesehen hat, umso mehr sieht man es auch wieder. Und da ist einfach halt, da macht Übung den Meister. Und da könnte er sein, in der Mitte. Das ist was sehr Helles. Ja. Sehen Sie das? Ja. Da sprechen wir in der Medizin oder in der Bildgebung von echoreich. Okay. Das bedeutet, es ist ja ein Ultraschall, das heißt, es ist ein Schallsignal, das ausgesendet wird und zurückkommt. Und wenn was echoreich ist, heißt es, da ist viel Echo da, also da kommt quasi viel Schall zurück. Den einen großen Nierenstein auf der rechten Seite konnte ich tatsächlich sehen. Der weitere Befund der Ultraschalluntersuchung, die ich durchgeführt habe, war unauffällig. Wir haben noch nicht das Ergebnis von einem Urinstatus. Ja. Es kann halt sein, dass es mal einen Steinabgang gibt oder dass sich einfach ein Stein löst. Mhm. Und Sie den auch dann beim Wasserlassen, dass der mit rausgeht. Normalerweise macht es sehr, sehr starke Schmerzen. Manchmal rutscht der aber auch sozusagen, wenn er runterrutscht, tut es weh. Und dann kann es sein, dass er noch in der Blase ist und ich den einfach nicht sehe. Oder dass er seinen Weg nach draußen gefunden hat, ohne dass sie Schmerzen hatten beim Wasserlassen. Okay. Die Möglichkeit besteht. Ja. Und mal so eine ganz, ganz blöde Frage. Ja. Also ich habe jetzt in den letzten 3 Tagen echt verstärkt Vitamin C zu mir genommen. Mit diesem Pulver und mit dem Zitronensaft. Ich habe Zitronensaft getrunken. Ah, aber das kann gut sein. Und ich habe das jetzt, ja, und dann vielleicht, ob das irgendwas ausgelöst hat. Also wie viel Vitamin C war das denn? Also ich habe jetzt, gestern nicht, aber vorgestern habe ich 2 Sprudelflaschen mit 4 Zitronen getrunken und morgens also 5 Gramm von diesem Hagebuttenpulver. Als der Patient mir berichtet hat, dass er hochdosiert und häufig Vitamin C einnimmt, haben bei mir die Alarmglocken geklingelt, denn Vitamin C steht im Verdacht, die Entstehung von Nierensteinen zu begünstigen. Spanien gegessen? Ja, gestern Abend. Spanien auch? Vorgestern Abend auch oder vorgestern? Weil soweit ich mich dunkel an meine Studienzeit erinnern kann, sind eben Vitamin C und Spargel die Sachen, die sozusagen auch mal einen Stein bilden können. Also ich habe ja diese Oxalatsteine, das sind ja da. Ja, ja. Praxis in Göppingen, da bestätigt man, das ist beim Spargel ja so. Genau, ja. Ja. Also sind wir mit der Steintheorie doch gar nicht so weit entfernt. Okay. Und der geistert aber nicht mehr rum, der ist dann irgendwie schon draußen. Außer der eine. Das, genau, der eine in der Niere sitzt fest. Den anderen konnte ich im Ultraschall nicht sehen. Das heißt aber nicht, dass da keiner ist, weil die ganz kleinen kriege ich nicht dargestellt. Okay. Das liegt in der Natur der Steine. Okay. Da würde ich mit dem Kollegen, wie gesagt, wir schon warten auf den Urinbefund und dann rede ich mit dem Kollegen, dass sie vielleicht noch ein sogenanntes Low-Dose-CT kriegen. Okay. Also vielleicht. Aber nur, wenn der Urologe das für notwendig hält und wir gucken einfach, wie es ihnen weitergeht. Aufgrund der Verdachtsdiagnose eines Harnleitersteins habe ich meinen Kollegen der Urologie hinzugezogen. Von meinem Kollegen der Urologie wurde dann ein CT durchgeführt. Bei dem Patienten zeigte sich auch tatsächlich ein Harnleiterstein. Solche Harnleitersteine sieht man eben häufig nur im CT und nicht im Ultraschall. Der Patient nimmt Schmerzmittel gegen die Schmerzen, trinkt viel und bewegt sich, sodass man sich dadurch erhofft, dass der Stein durch einerseits die viele Flüssigkeit und die körperliche Aktivität aus dem Harnleiter rausrutscht und dann in die Blase geht und über die Blase sozusagen dann beim Wasserlassen ausgeschieden wird.